Können Sie mir erzählen, welche Schulen Sie besucht haben? Ja, ich bin 1956 in die Knabenvolksschule in Olching eingeschult worden. Hab die Grundschule 4 Jahre besucht. 1960 bin ich nach München auf das Gymnasium gewechselt. Hab dort 9 Jahre lang das Gymnasium besucht, Abitur gemacht und 1969 habe ich mich an der Universität immatrikuliert. Nach 3 Semestern bin ich umgestiegen auf die Akademie für Bildende Künste. Die Akademie habe ich 1975 mit dem ersten Staatsexamen abgeschlossen und nach 2 Jahren Referendariat 1977 mit dem zweiten Staatsexamen. Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an Schule denken? Ja, zunächst mal sicherlich die Erfahrungen meiner eigenen Schulzeit, die nicht immer nur schön waren. Natürlich kommen mir Lehrer und Lehrerinnen in den Sinn, die sehr solidarisch auf Wünsche und Bedürfnisse der Schüler eingingen. Aber ich erinnere mich auch an Pauker, strenge, autoritäre Lehrer. Ja, was noch? Eine starke Solidarität in der Klasse. In den 9 Jahren Gymnasium haben sich natürlich viele Freundschaften ergeben. Und was das Lernen betrifft, erinnere ich mich an Situationen, wo ich mich wirklich oft gefragt habe, warum ich das machen muss. Also dieser Spruch, fürs Leben und nicht für die Schule lernen wir, der kommt mir dann manchmal wie eine Karikatur vor. Aber ich erinnere mich auch an Fächer, die ich gerne mochte, wo man sowieso von sich aus was tut, aus Interesse. Ja, was war denn Ihr Lieblingsfach? Ach, da gab es bestimmt mehrere. Allen voran war sicherlich mein Lieblingsfach Kunsterziehung oder wie das früher hieß, Zeichnen. Aber auch Fächer wie Erdkunde, Biologie und Geschichte, auch die Sprachen, Englisch, Französisch, haben mich sehr interessiert. Was ich nicht so mochte, waren fast alle naturwissenschaftlichen Fächer. Wobei ich aber ganz sicher bin, dass das an der Vermittlung lag. Damit mit naturwissenschaftlichen Fächern meine ich Mathematik, Chemie, Physik und ja, und dann so ein Fach wie Latein. Ich habe 8 Jahre lang mich mit Latein gequält, oder besser gesagt, ich bin 8 Jahre lang mit Latein gequält worden und habe den Sinn nie verstanden. Und die ideale Schule, wie sieht die aus für Sie? Schwer zu sagen. Ich bin als Lehrer von der Schule wieder weggegangen. Ich habe ja Lehramt studiert und war 2 Jahre lang Referendar. Aber ich konnte meine Vorstellungen nicht in das Schulsystem einbringen. Ich könnte mir aber immer noch eine ideale Schule als ein Zusammenspiel von Lehrern und Schülern vorstellen. Also nicht hierarchisch geordnet, sondern so, dass auch Schüler ihre eigenen Interessen einbringen können, ihre Vorlieben, ihre Schwerpunkte. Dass Lehrer auf Schüler eingehen, auch auf Lernertypen eingehen und versuchen, ein Angebot zu machen, um dem, was Schüler wollen und brauchen, gerecht zu werden. Hallo Michael, na, was macht deine Wohnung? Alles okay. Und wann ziehst du um? Am Wochenende. Du, sag mal, brauchst du noch Möbel? Ja, warum fragst du? Weißt du, ich habe eine Kommode, die möchte ich gern verkaufen. Oh, gut. Eine Kommode brauche ich noch. Ich habe schon einen Kleiderschrank, aber der ist sehr klein. Was willst du denn für die Kommode haben? Naja, 30 Euro. Okay, das ist nett. Und sonst hast du alles? Nein, ich brauche noch ein Bett. Ja, ein Bett ist wichtig. Ist die Küche denn schon komplett? Nicht ganz. Einen Herd und einen Kühlschrank habe ich. Ich brauche noch eine Lampe und ein Regal. Das reicht dann. Einen Küchentisch brauchst du nicht? Nein, ich esse im Wohnzimmer. Die Küche ist sehr klein, weißt du. Ach so. Aber das Wohnzimmer ist ziemlich groß. Eine Couch und 2 Sessel habe ich schon. Den Esstisch und Stühle muss ich noch kaufen. Zieh doch erst mal um. Ja, ja, das mache ich auch. Morgen will ich das Bett kaufen. Die anderen Sachen haben noch Zeit. Wann willst du denn die Kommode holen? Ich weiß noch nicht. Morgen vielleicht, oder? Na, suchst du mal wieder ein Haus für uns?
Naja, ich schau ja nur mal. Hier, ein Reihenhaus in Eschersheim mit Hobbyraum, Sauna und Garten. 1200 plus Nebenkosten. Eschersheim ist nicht schlecht, aber Reihenhaus, ich weiß nicht. Ich mag keine Reihenhäuser. Hier ist noch ein Haus in Braunheim. Reihenhaus? Nein, nein. Ein Einfamilienhaus. 5 Zimmer, 2 Bäder, Garten und Garage. Es kostet 1300 plus Nebenkosten und Kaution. Das sind dann etwa 1500 Euro pro Monat. Willst du das wirklich bezahlen? Die anderen Häuser kosten noch mehr. Traumhaus in Bergen-Enkheim. 1600 plus Nebenkosten. Oder hier, Luxusbungalow in Bad Homburg für 2425. Ja, ich weiß schon. Aber wir wollen doch kein Luxushaus. Dann arbeiten wir nur noch für die Miete. Natürlich. Aber das Haus in Braunheim, das können wir schon bezahlen. Ja, wir können schon. Aber ich will auch leben, nicht nur wohnen. Ich will gut essen und 2-mal im Jahr Urlaub machen. 1500 Euro pro Monat, das ist doch verrückt. Wir können das Haus doch mal anschauen. Nur mal so. Das kostet doch nichts. Na gut, also... Deine Wohnung ist sehr schön. Wirklich, ganz toll. Ja, ich bin auch ganz zufrieden. Und was sagen deine Eltern dazu? Na ja, sie finden die Wohnung auch gut, aber meine Mutter, na ja. Sie glaubt, ich bin immer noch ein Kind. Sie möchte mich immer zu Hause haben. Dabei gibt es dauernd Ärger. Na ja. Doch, doch. Ich will jetzt mein Leben leben. Das verstehe ich. Weißt du, zu Hause darf ich nicht rauchen, ich darf keine Musik hören, ich darf nicht... Was? Keine Musik hören? Na ja, nur ganz leise. Und dann immer die Fragen, was machst du heute Abend? Wohin gehst du? Wann kommst du nach Hause? Ja, das kenne ich, wie meine Mutter. Jetzt bin ich ganz frei, weißt du. Augenblick mal. Ja, natürlich. Ja, vielen Dank. Bis morgen. Meine Mutter. Sie will morgen kommen und abwaschen und die Wohnung aufräumen. Das ist doch ganz nett, oder? Findest du? So, ich denke, jetzt ist alles vorbereitet. Die Kuchen, der Kaffee, der Tisch ist auch bereit. Es soll ja alles schön sein heute am 70. Geburtstag von Großvater, nicht wahr? Sicher, ja. Das hast du alles wirklich wunderbar gemacht. Sag mal, wo ist eigentlich Großmutter? Ich glaube, sie ist im Wohnzimmer und wartet. Ja, hier drüben. Ich kann sie sehen. Kann es gleich losgehen? Ist alles vorbereitet? Hast du unsere Tochter gesehen? Ja, sie ist eben in ihr Zimmer gegangen. Sie wollte sich noch schön machen. Gut, hoffentlich braucht sie nicht so lange. Onkel Gustav fehlt auch noch. Onkel Gustav? Habe ich auf der Terrasse gesehen. Er wollte den Grill vorbereiten für heute Abend. Aber wo ist denn Tante Marga? Hast du sie gesehen? Ja, gerade ist sie in die Küche gegangen. Tante Marga kommt bestimmt gleich. Gut, dann sind ja bald alle zusammen. Außer unserem Sohn. Wo ist er denn? Weißt du das? Sicher, mein Schatz. Er ist noch im Arbeitszimmer. Was macht er denn da? Ein Computerspiel? Nein, er unterschreibt noch die Glückwunschkarte für Opa. Na, dann ist es ja gut. Aber Opa, wo ist der eigentlich? Das weiß ich nicht. Wollt er nicht in den Garten gehen? Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Ich schau mal. Hey, komm doch mal, Alfred. Psst, aber leise. Ja, was ist denn? Schau mal. Ist das nicht süß? Oh, ja, das ist wirklich süß. Warte, ich mach gleich ein Foto. Opa sitzt auf der Gartenbank und wacht gerade auf. Ja, wahrscheinlich hat er ein bisschen geschlafen. Das war sicher gut für ihn. Ja, bestimmt. So, ich denke, jetzt ist alles vorbereitet. Die Kuchen, der Kaffee, der Tisch ist auch bereit. Es soll ja alles schön sein heute am 70. Geburtstag von Großvater, nicht wahr? Sicher, ja. Das hast du alles wirklich wunderbar gemacht. Sag mal, wo ist eigentlich Großmutter? Ich glaube, sie ist im Wohnzimmer und wartet. Ja, hier drüben. Ich kann sie sehen. Kann es gleich losgehen? Ist alles vorbereitet? Hast du unsere Tochter gesehen? Ja, sie ist eben in ihr Zimmer gegangen. Sie wollte sich noch schön machen. Gut, hoffentlich braucht sie nicht so lange. Onkel Gustav fehlt auch noch. Onkel Gustav? Habe ich auf der Terrasse gesehen. Er wollte den Grill vorbereiten für heute Abend. Aber wo ist denn Tante Marga? Hast du sie gesehen? Ja, gerade ist sie in die Küche gegangen.
Tante Marga kommt bestimmt gleich. Gut, dann sind ja bald alle zusammen. Außer unserem Sohn. Wo ist er denn? Weißt du das? Sicher, mein Schatz. Er ist noch im Arbeitszimmer. Was macht er denn da? Ein Computerspiel? Nein, er unterschreibt noch die Glückwunschkarte für Opa. Na, dann ist es ja gut. Aber Opa, wo ist der eigentlich? Das weiß ich nicht. Wollt er nicht in den Garten gehen? Ja, stimmt. Das hat er gesagt. Ich schau mal. Hey, komm doch mal, Alfred. Psst, aber leise. Ja, was ist denn? Schau mal. Ist das nicht süß? Oh, ja, das ist wirklich süß. Warte, ich mach gleich ein Foto. Opa sitzt auf der Gartenbank und wacht gerade auf. Ja, wahrscheinlich hat er ein bisschen geschlafen. Das war sicher gut für ihn. Ja, bestimmt. Ja, das ist so. Mein Mann macht immer die Nachtschicht. Und am Wochenende arbeitet er auch immer. Dafür hat er die beiden ersten Tage in der Woche frei. Und ich bin ja Krankenschwester. Ich arbeite halbtags, bis 13 Uhr. Naja, und dadurch sehen wir uns halt abends nicht. Das heißt, ausgehen, tanzen oder so, das geht eben nicht, weil... Ich meine, Norbert könnte ja schon am Montag oder Dienstagabend was unternehmen, aber dann muss ich ja am nächsten Morgen wieder fit sein, nicht wahr? Da geht es dann eben auch nicht. Und außerdem, hier ist sowieso nur am Wochenende etwas los, wenn überhaupt. Wenn ich von der Arbeit heimkomme, dann schläft Norbert gewöhnlich noch. Ich mache dann schon mal das Mittagessen. Dafür macht er mir das Frühstück, wenn er um 7 Uhr früh fertig ist mit Fahren. Naja, meistens jedenfalls. Ja, und nachmittags sind wir sozusagen eine Familie, können mit dem Kleinen spielen, Besorgungen machen, die Wohnung aufräumen und so. Das Dumme ist halt, dass wir kaum Freunde treffen können. Wenn wir Zeit hätten, dann arbeiten die, und wenn die Zeit hätten, dann arbeitet Norbert. Das ist schon sehr schade. Aber im Moment sehen wir keine andere Lösung. Wir müssen beide arbeiten. Wir sind auf das Geld einfach angewiesen. Eigentlich suchen wir ja eine ruhigere Wohnung. In einer ruhigen Straße, meine ich. Aber das ist schwierig. Die Mietpreise sind ja wirklich unheimlich gestiegen in letzter Zeit. Wenn ich abends nach Hause komme, das ist meistens so gegen 5, dann bin ich erst mal müde. Meistens bleibe ich noch mit dem Auto im Stau stecken. Ja, und wenn ich dann zu Hause bin, dann trinke ich erst mal ein Bier und lese die Zeitung. Meine Familie weiß schon, dass sie mich dann nicht stören darf. Und dann, wenn ich mich dann ein bisschen erholt habe, spiele ich meistens mit den Kindern. Manchmal haben die Kinder auch ihre Hausaufgaben noch nicht gemacht, dann helfe ich ihnen dabei. Zweimal in der Woche geht meine Frau zum Sport, dann mache ich das Abendessen. So gegen 7 Uhr wird dann gegessen und nach dem Essen müssen die Kinder ins Bett. Meine Frau und ich sehen meistens fern. Ja, in der Woche bleiben wir fast immer zu Hause, nur am Wochenende gehen wir mal aus, zum Essen oder ins Kino oder so. Autohaus Mönnich, guten Tag. Guten Tag, hier Römer. Ich habe Probleme mit meinem Wagen. Kann ich ihn morgen bringen? Wo liegt denn das Problem, Herr Römer? Also erstmal ist der Benzinverbrauch viel zu hoch. Da stimmt etwas nicht. Aha. Ja, und dann müssen Sie unbedingt die Bremsen prüfen. Ja. Und dann fahre ich nächste Woche in den Skiurlaub. Da brauche ich Winterreifen. Können Sie auch die Reifen wechseln? Natürlich. Also, Herr Römer, dann bringen Sie Ihren Wagen morgen früh am besten vor 8 Uhr. Geht das? Ja, gut. Und wann ist der Wagen dann fertig? Also, morgen haben wir Donnerstag. Dann ist er am Freitag fertig. Das ist ja schön. Also, bis morgen dann. Ich freue mich jeden Tag auf den Feierabend. Ich habe um 3:45 im Büro Schluss. Das ist ganz schön, denn da kann ich noch eine Menge machen. Oft gehe ich mit meiner Kollegin erstmal gemütlich Kaffee trinken, um die Ecke in ein nettes Café. Dann habe ich noch genug Zeit, Einkäufe zu machen. Na, und dann fahre ich erstmal nach Hause und gehe unter die Dusche. Danach bin ich richtig fit für den Abend. Fernsehen oder so, das ist nichts für mich. Ich brauche richtige Unterhaltung. Ich muss Leute sehen. Deshalb gehe ich oft in meine Stammkneipe. Da treffe ich immer Bekannte. Sonst gehe ich einmal im Monat ins Theater. Ich habe ein Theaterabo.
Und dann gehe ich oft mit meiner Freundin ins Kino. Wir sehen unheimlich gerne alte amerikanische Filme. Da gibt es hier ein Programmkino, die zeigen oft schöne alte Filme. Was noch? Dienstags gehe ich in die Sauna und donnerstags habe ich Jazz-Tanz. Tja, also Langeweile habe ich nie. Ach so, und dann koche ich noch sehr gerne. Da lade ich ein paar Freunde ein und mache ein ganz tolles Menü mit Vorspeisen und Dessert. Meistens irgendwas Italienisches. Das ist immer sehr schön. Guten Tag, wir machen Interviews für den Hessischen Rundfunk. Darf ich Sie etwas fragen? Ja. Ja, sicher. Unser Thema ist heute Ärger mit Nachbarn. Haben Sie da Probleme? Wie bitte? Haben Sie Ärger mit Nachbarn? Haben Sie da Probleme? Nein, unsere Nachbarn sind nett. Da haben wir gar keine Probleme. Nein, wirklich. Ärger mit Nachbarn, das gibt es nicht. Wir haben ein Reihenhaus, wissen Sie? Wir wohnen da schon lange, schon 22 Jahre. Nein. Es sind 23 Jahre. Ja, stimmt, 23 Jahre. Und unsere Nachbarn rechts und links, die wohnen da auch schon sehr lange. Sie sind alle sehr nett. Vielen Dank. Na, liest du die Wohnungsanzeigen? Ja. Und? Was gibt's? Wie immer. Hier in Seckbach, 4 Zimmer, Terrasse, 2 Bäder, nur 1000 Euro. Plus Nebenkosten. Und weiter? Eine Wohnung in Maintal. Kinder willkommen steht hier. Na schön. Mit Balkon und Garage. Kostet 700 plus Nebenkosten und Kaution. Wie viel Kaution? Das steht hier nicht. Aber die Wohnung ist doch sowieso zu teuer. Mit Nebenkosten kostet sie mindestens 800. Das können wir doch nicht bezahlen. Und sonst? Da ist noch eine im Nordend. 790. Aber hier, hör mal. Billig wohnen und Geld verdienen. 4-Zimmer-Wohnung für Hausmeister frei. Frankfurt West, 97 Quadratmeter, Balkon, 2 Toiletten. Ruhig, Garten, pro Woche 10 Stunden Hausmeisterarbeit. Und was kostet die? 590, plus Nebenkosten. Das geht doch. Das ist doch nicht so teuer. Mensch, Balkon und Garten. Also die Wohnung möchte ich haben. Aber 10 Stunden pro Woche Hausmeisterarbeit. Ja, da verdienen wir noch ein bisschen Geld dazu. Bestimmt kann ich auch etwas machen. Putzen oder Arbeit im Garten. Ist da eine Telefonnummer? Ja. Komm, da rufen wir gleich mal an. Rufst du an? Ja. Sag mir mal die Nummer. Bitte entschuldigen Sie. Ich habe Kopfschmerzen. Gibt es hier eine Apotheke? Ja. Es gibt eine Apotheke im Bahnhof. Das ist nicht weit. Und wie komme ich dahin? Das ist ganz einfach. Gehen Sie geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und nach der Ampel die 2. Straße links. Da ist eine Apotheke im Bahnhof. Vielen Dank. Also, ich gehe jetzt geradeaus bis zur Ampel und dann rechts bis zum... Nein, geradeaus bis zur Kirche und dann rechts bis zur Ampel. Ach ja. Und dann ist die Apotheke links neben dem Bahnhof. Nein, die Apotheke ist im Bahnhof. Aber Sie müssen zuerst bis zur Ampel gehen. Ach ja, und dann gleich rechts. Nein, dann die 2. Straße links bis zum Bahnhof. Da ist die Apotheke. Natürlich, bitte entschuldigen Sie. Meine Kopfschmerzen. Also ich gehe jetzt zur Ampel neben der Kirche und... Dann? Nein, Sie gehen zuerst geradeaus bis zur Kirche, dann rechts und... Guten Tag, wohin möchten Sie? Zum Flughafen, bitte. Ich muss meine Mutter abholen. Also zum Flughafen. Ja, und ganz schnell. Meine Mutter kommt aus Mallorca. Sie wartet nicht gern. Sagen Sie, wo sind wir denn jetzt? Am Museumsplatz. Am Museumsplatz? Wie lange brauchen wir denn noch bis zum Flughafen? Noch etwa 40 Minuten. Was? So lange? Oh, Moment! Wo ist denn meine Brille? Oh Gott! Meine Brille ist weg! Die liegt bestimmt im Bahnhofscafé.
Wir müssen zurück zum Bahnhof. Schnell! Bitte, wie Sie wollen. Fahren wir zurück zum Bahnhof. So, da sind wir. Soll ich auf Sie warten? Ja, natürlich. Warten Sie hier. Ich komme gleich zurück. In Ordnung. So, die Brille habe ich wieder. Und jetzt schnell zum Flughafen. Ach nein, Moment. Ich brauche ja noch Blumen für meine Mutter. Ja, ja, Blumen brauche ich noch. Im Bahnhof gibt es einen Blumenladen. Nein, nein, da sind die Blumen nicht schön. Ich kaufe immer nur im Blumenladen in der Luisenstraße. Bitte fahren Sie zur Luisenstraße. Also zur Luisenstraße. Bitte, wir sind da. Ist das Ihr Blumenladen? Ja, ja, natürlich. Moment mal. Wo ist denn mein Geld? Ach, da. Nein, das ist zu wenig. Ich habe kein Geld mehr. Wir müssen erst zur Bank fahren. Und zu welcher Bank möchten Sie bitte? Zur Commerzbank. Fahren Sie zur Commerzbank. Das ist aber weit. Da fahren wir bestimmt 20 Minuten. Ja und? Ich brauche doch Geld. Also bitte, dann fahren wir zur Commerzbank. So, da sind wir. Gut. Warten Sie bitte. Na, alles klar? Nein, nein! Die Bank hat geschlossen! So ein Pech heute! Und es ist schon so spät! Wir müssen zum Flughafen. Meine Mutter ist bestimmt schon da. Fahren Sie zum Flughafen, aber ganz schnell. Moment mal. So geht das aber nicht. Die Taxiuhr zeigt schon 30 Euro und Sie haben kein Geld. Wie wollen Sie mich denn bezahlen? Haben Sie Schecks dabei? Wie bitte? Schecks? Nein, ich habe keine Schecks. Ich bezahle später. Am Flughafen. Nein, Sie bezahlen sofort. Oder ich fahre nicht. Sie fahren nicht? Also gut, wie Sie wollen. Auf Wiedersehen. Halt! Halt! Sie können doch nicht... Ja, wo laufen Sie denn hin? Sie müssen bezahlen. Ich muss immer daran denken, das war so schön. Was denn? Erzähl doch. Also, gleich morgens, da hat mein Mann Kaffee gekocht und das Frühstück gemacht. Das ist ja nett. Und dann hat er die Wohnung aufgeräumt. Wirklich? Ja. Die Wäsche hat er auch gewaschen. Was? Das hat mein Mann noch nie gemacht. Mittags hat er ganz alleine gekocht. Und das Geschirr? Hat er gespült? Und dann die Küche geputzt. Unglaublich. Und dann ist er zum Supermarkt gefahren und hat eingekauft. Toll. Ich muss immer alleine einkaufen. Er hat auch einen Blumenstrauß für mich mitgebracht. Wie süß. Und abends hat er Kerzen auf den Tisch gestellt. Oh, wie romantisch. Dann hat er eine Flasche Champagner geholt und meine Lieblingsmusik angemacht. Dein Mann ist ja ein Traum. Habt ihr auch getanzt?
Das weiß ich leider nicht. An dieser Stelle hat der Wecker geklingelt und ich bin aufgewacht. Endlich Pause. Wo ist das warm hier? Ich mache mal das Fenster auf. Susanne, was machst du da? Es ist kalt. Kannst du bitte das Fenster zumachen? Was? Es ist doch nicht kalt. Es ist warm. Du sollst das Fenster zumachen. Nein, ich mache das Fenster nicht zu. Dann mache ich das Fenster zu. Du spinnst wohl. Was ist denn los? Susanne und Erik, was macht ihr da? Oh, nichts. Also gut. Die Pause ist zu Ende. Aber es ist sehr warm hier. Erik, kannst du bitte mal das Fenster aufmachen? Ja, Herr Schmidt. Hihi, Erik muss das Fenster aufmachen. Was ist los? Was ist denn los hier? Ruhe. Ja, schon gut. Was machst du hier? Nein, nein, du darfst nicht ins Bett. Raus. Nein, nicht ins Bett. Kurt. Ja? Wie spät ist es? 7. Ja, ich weiß, Hasso. Du hast Hunger, ich stehe ja gleich auf. Warum ist der Hund denn hier? Ich weiß nicht. Sicher war die Tür wieder offen. Ich bin noch so müde. Darf ich noch ein paar Minuten im Bett bleiben? Machst du das Frühstück, Liebling? Hasso hat auch Hunger. Ja, ich weiß. Mama, ich hab Hunger. Stehst du auf? Nein, noch nicht. Papa macht das Frühstück. Oh ja, Papa und ich machen das Frühstück. Wo ist Hasso? Ich weiß nicht. Eben war er noch hier. Hast du Brötchen gekauft, Liebling? Ja, die Brötchen sind in der Küche, im Regal. Hier sind keine Brötchen. Oh nein, Hasso, was machst du da? Hasso, pfui! Mama! Guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Guten Morgen. Was hast du? Oh, ich hatte einen Traum. Einen Traum, der war ganz komisch. Was hast du denn geträumt? Ich war in einem Flugzeug. Das Flugzeug war sehr groß und es waren viele Passagiere da. Aber alle haben geschlafen, nur ich nicht. Dann ist eine Stewardess gekommen und hat ein Glas Wasser gebracht. Was hat sie gesagt? Nichts. Keiner hat gesprochen. Wie? Die Stewardess auch nicht? Nein. Sie hat auch nicht gesprochen. Das ist ja unheimlich. Nein. Eigentlich war der Traum sehr schön. Mhm. Und was ist dann passiert? Ich habe das Wasser getrunken. Und dann bin ich aufgestanden und habe die Tür aufgemacht. Was? Du hast die Tür aufgemacht? Du warst doch in einem Flugzeug. Ja, aber es war kein Problem. Ich habe die Tür aufgemacht und bin ausgestiegen. Ausgestiegen? Frau Gerster, Sie haben jetzt viel von der Arbeit erzählt. Aber sagen Sie, Urlaub. Gibt es das auch für Sie und Ihren Mann? Wann haben Sie denn eigentlich zum letzten Mal richtig Urlaub gemacht? Ja, mei, Urlaub. Ja, warten Sie. Ja, das war vor 2 Monaten. Im Mai, genau. Da hatten wir ein paar Tage Urlaub. Die waren wirklich schön. Und wo waren Sie? Mein Mann und ich, wir waren bei meiner Schwester. Die wohnt an der Ostsee. Wir haben sie besucht. Bekommen Sie eigentlich auch mal Besuch hier auf dem Bauernhof? Ja, am Wochenende meistens. Da kommen oft meine Eltern zu Besuch. Das ist ja schön. Tja, also liebe Frau Gerster, vielen Dank für das Gespräch. Und grüßen Sie Ihren Mann. Ja, das mache ich gerne. Er hatte heute einen Termin beim Zahnarzt in der Stadt.
Bestimmt kommt er bald zurück. Ah, ich glaube, da kommt er schon. Das ist gut. Dann kann ich ja auch mit ihm noch ein bisschen... Hallo Jochen, na, wie geht's? Tag Rolf, mir geht's nicht gut, du. Hör mal, wir haben am Samstag unser Spiel. Ja, ich weiß, aber du siehst doch, ich kann nicht mitspielen. Jochen, der Trainer sagt, du musst am Samstag unbedingt mitspielen. Ich möchte ja gerne, aber ich kann wirklich nicht. Ich habe Fieber. Ach, das bisschen Fieber, das ist doch wohl nicht so schlimm. 90 Minuten kannst du doch bestimmt spielen. Das sagst du. Aber mein Arzt sagt, ich soll im Bett bleiben. Ach, dein Arzt. Komm, spiel doch mit. Nein, tut mir leid, ich will lieber im Bett bleiben. Sag mal, willst du nicht oder kannst du nicht? Mensch du, ich habe 39 Grad Fieber. Na okay, dann nicht. Also, gute Besserung. Danke. Tschüss, Rolf. Und grüß die Jungs. Hallo, Sandra Wacker hier? Ja, hallo, hier ist Birgit. Grüß dich, wie geht's dir? Gut, und dir? Mir auch, danke. Du, ich bin gerade dabei, alles zu organisieren für unser Abiturtreffen. Leider fehlen mir ein paar Telefonnummern und Adressen. Kannst du mir vielleicht weiterhelfen? Ja, gern. Was möchtest du denn wissen? Ich brauche zum Beispiel die Nummer von Alexander Schöller. Hast du die? Warte, ich glaube ja. Ich habe sie mal im Adressbuch aufgeschrieben. Aber wo... Ja, was ist jetzt? Moment. Alexander. Ha, ich erinnere mich noch gut an ihn. Der war wirklich intelligent. Er hat so ein tolles Abitur gemacht. Also der Alexander, der ist nicht mehr in Hannover, so viel ich weiß. Ich glaube, er ist nach dem Abitur nach Mannheim gegangen, um zu studieren. Und was hat er denn studiert? Wirtschaft an der Uni Mannheim. Und nach dem Abschluss? Jemand hat mir erzählt, dass Alex dann bei einer Krankenkasse gearbeitet hat, aber die Stelle war befristet. Danach hat er die Firma seines Vaters übernommen und dann hat er geheiratet. Was? Alexander geheiratet? Jetzt bin ich aber neugierig. Ja, er hat geheiratet. Und zwar Carmen. Die kennst du doch bestimmt auch noch. Carmen? Ja, sicher. Interessant. Wohnen sie im Haus seiner Eltern? Nein, er hat das Haus der Großeltern bekommen. Bei Ludwigshafen, glaube ich. Ach, warte. Endlich! Hier habe ich seine Telefonnummer. 4235876. Die Vorwahl ist die von Ludwigshafen. Danke, Sandra. Vielleicht kannst du mir nochmal weiterhelfen. Ich brauche noch die Nummer unseres Deutschlehrers. Den möchte ich auch gerne einladen. Oh, die habe ich nicht. Aber vielleicht Aline. Ihre Telefonnummer weißt du ja. Gut, dann versuche ich es mal bei ihr. Und vielen Dank, Sandra. Du bekommst dann bald eine schriftliche Einladung per E-Mail. Unser Treffen ist am 5. Mai. Ich hoffe, du kannst da. Ja, sicher. Termin ist notiert. Ich freue mich. Tschüss und schönen Abend noch, Birgit. Danke. Für dich auch. Tschüss. Martin Bergmann? Hallo Liebling. Du, ich komme gerade vom Makler. Ich glaube, ich habe das ideale Haus für uns gefunden. Ist ja toll. Erzähl mal. Also, es liegt direkt am See. Genau das haben wir ja gesucht. Ja, es gibt nur einen kleinen Fußweg zwischen dem See und dem Haus. Also es liegt wirklich sehr ruhig. Wenn man aus dem Haus geht, muss man nur ein paar Schritte machen und man ist schon am Wasser. Herrlich. Davon habe ich immer geträumt. Aber ist es denn auch groß genug? Klar, es hat 5 Zimmer. Das heißt, jedes Kind hat einen eigenen Raum und du kriegst ein großes, helles Arbeitszimmer. Aha. Ja, im Dachgeschoss. Ach. Keine Angst. Im Dach sind 4 Fenster. Na gut, mal sehen. Erzähl weiter. Also, es gibt einen großen Balkon, da hat man einen herrlichen Blick auf den See. Und der Garten liegt fast den ganzen Tag in der Sonne. Davor ist ein weißes Tor aus Holz. Das sieht sehr hübsch aus. Und der Hauseingang? Der Eingang ist ungefähr 10 Meter hinter dem Tor. So, jetzt kommt das Tollste. Wie das Tollste? Ja, neben dem Eingang steht ein Turm. Was? Ein Turm? Ja, ein Turm. Nicht sehr groß, aber er sieht einfach fantastisch aus. Und darin ist ein gemütliches Turmzimmer. Ist ja toll, ein Turm. Sag mal, gibt es denn eigentlich keine Garage? Doch, natürlich. Die ist hinter dem Haus, an der Straße. Straße? Ist da viel Verkehr? Nein, von der Straße hören wir nichts. Und neben der Garage ist gleich eine Bushaltestelle. Das ist sehr wichtig für die Kinder.
Sie müssen ja zur Schule kommen. Ich glaube, du hast wirklich das ideale Haus gefunden. Wann können wir es denn zusammen ansehen? Gleich heute Abend, wenn du möchtest. Es gibt nur ein kleines Problem. Ja? Naja, die Miete, also die ist ziemlich hoch. Aber der Makler sagt, man kann vielleicht mit dem Vermieter... Oh, Sina! Morgen habe ich den Termin bei der Firma. Die haben mich eingeladen zu einem Vorstellungsgespräch. Das ist ja prima. Hoffentlich bekommst du die Stelle. Ja, das hoffe ich auch. Aber was soll ich denn bloß anziehen? Was meinst du? Wir finden schon was. Vielleicht einen Rock? Der rote Rock hier steht dir wirklich gut. Ach, ich weiß nicht. Rot? Nein, den nicht. Vielleicht besser einen dunklen. Ja, einen dunklen Rock würde ich gerne tragen und dazu eine helle Bluse. Ja, das passt immer. Ach, zieh besser die hellen Jeans an. Was meinst du? Helle Jeans passen auch gut, finde ich. Ja, die hier sind schön, das stimmt. Aber weißt du, im Moment sind sie mir etwas zu eng. Gut, ich verstehe. Wie wäre es dann mit einem Kleid? Du hast doch so viele schöne Kleider. Ein Kleid? Ich weiß nicht. Was meinst du? Das Blaue hier? Das ist wirklich schön. Ja, schon. Aber ziemlich kurz. Das ist zu kurz für ein Vorstellungsgespräch. Vielleicht kannst du das dunkle Kleid hier tragen. Nein, ich weiß nicht. Nein. Ein dunkles Kleid möchte ich nicht anziehen. Ich glaube, ich nehme doch den dunklen Rock und die weiße Bluse. Und dann brauche ich noch Schuhe. Nimm doch die flachen hier. Die sind bequem. Ja, bequem sind die schon. Aber die hohen Schuhe sind bestimmt besser. Was denkst du? Die sind zu hoch. Ich finde, das passt nicht zu einem Vorstellungsgespräch. Vielleicht hast du recht. Da ziehe ich vielleicht lieber die weißen an. Oder die schwarzen. Oder... Ach, ich habe auch viel zu wenig schöne Schuhe. Warum gehen wir nicht zusammen einkaufen? Dann finden wir bestimmt das richtige Paar Schuhe für dich. Ja, das ist eine gute Idee, Sina. Warte, wir können gleich losgehen. Ich bin gleich fertig. Was liest du denn da? Einen Krimi. Ist das spannend? Ja, total spannend. Aber nichts für dich. Du hast ja immer gleich Angst. Ich habe keine Angst. Das ist doch alles nur erfunden. Lies mal was vor. Wirklich? Na gut. Es war schon lange nach Mitternacht, aber sie schlief noch nicht. Das Mondlicht fiel durch das Fenster in ihr Zimmer. Draußen rief ein Nachtvogel. Oh, ist sie etwa allein zu Hause? Ja klar, hör zu. Sie sah, dass der Mond hinter einer Wolke verschwand. Jetzt war es völlig dunkel im Zimmer. Warum macht sie denn kein Licht an? Jetzt unterbrich mich doch nicht immer. Neben ihrem Bett klingelte das Telefon und sie nahm langsam den Hörer ab. Wer ruft denn mitten in der Nacht an? Warte! Der Anrufer schwieg, aber sie hörte ein unheimliches Lachen. Das ist bestimmt der Mörder! Dann brach die Verbindung ab. Sie nahm eine Taschenlampe in die Hand und ging zum Fenster. Oh nein! Ist der Mörder schon vor dem Haus? Bestimmt, was denkst du denn? Siehst du, jetzt hast du doch Angst. Nein, ich habe kein bisschen Angst. Aber komm doch bitte zu mir und mach bloß nicht das Licht aus. Tag, Peter. Tag, Nicole. Nanu, was hast du denn? Hörst du das nicht? Ja, natürlich. Und was machst du dagegen? Naja, ich nehme Hustenbonbons. Das ist aber Unsinn. Trink lieber Hustentee. Meinst du? Also um 14:45. Gut. Dann sehen wir uns heute Abend, ja? Ja, bis dann. Wer hat da gerade angerufen? Mein Kollege aus Berlin. Er hat mir gerade gesagt, dass er früher kommt.
Er wollte eigentlich erst um 6 Uhr da sein, aber jetzt hat er einen anderen Zug genommen. Ja, und? Naja, jetzt ist er schon um 3:15 am Bahnhof. Eva, du musst mir helfen. Was? Wieso? Wo ist das Problem? Ich kann ihn nicht abholen. Ich muss doch ins Büro. Bitte, Eva, du musst das für mich machen. Du musst ihn vom Bahnhof abholen. Was? Ich? Aber ich kenne ihn doch gar nicht. Wie soll ich ihn denn finden? Ach ja, das stimmt ja. Du kennst ihn ja gar nicht. Warte mal. Du findest ihn ganz bestimmt. Er ist ziemlich groß und... Wie groß? Größer als du? Ja, ja. Er ist bestimmt 10 Zentimeter größer als ich. Und was noch? Wie sieht er denn aus? Hat er einen Bart? Trägt er eine Brille? Nein, nein, er hat keinen Bart. Aber ja, 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 er hat eine Brille. So eine kleine, schmale Brille. Weißt du, dein Vater hat auch so eine. Ah, ja, das ist gut. Also groß und mit schmaler Brille. Ich finde ihn schon. Ja, ja, das ist bestimmt kein Problem. Du musst nur pünktlich am Bahnhof sein. Ach, da fällt mir noch etwas ein. Er trägt immer schreckliche Krawatten, ganz bunt und jetzt weiß ich, dass du ihn sicher findest. Was ist denn? Hat er vielleicht rote Haare? Nein, nein, er hat schwarze Haare, aber er hat einen Ring im linken Ohr. Was? Einen Ring im Ohr? Wie alt ist der denn? Ich weiß nicht genau. Er ist noch ziemlich jung, glaube ich, aber jetzt muss ich gehen. Bitte vergiss es nicht. Der Zug kommt aus Berlin. Um 3:15 ist er da. Alles klar, ich mach das schon. Werner, was machst du? Ich hänge gerade das Bild an die Wand. Warum hängst du jetzt das Bild an die Wand? Die Gäste kommen gleich. Jetzt aber los. Warum? Was soll ich denn machen? Na, hör mal. Erstmal muss die Leiter weg. Stell bitte die Leiter auf den Balkon. Ja, ja. So, die Leiter ist jetzt weg. Werner? Ja? Hol bitte auch das Mineralwasser vom Balkon. Machst du das? Ja, natürlich. So. Noch was? Ja, wir brauchen noch Stühle. Wie viele denn? 2. Stellst du noch 2 Stühle an den Tisch, bitte? Ja, okay. Gut so? Ja, prima. Und nimm bitte die Vase aus dem Regal. Ja. Hier ist die Vase. Dann stell doch bitte die Blumen in die Vase. Die Blumen? Wo sind denn die Blumen? Hier, in der Küche. Ach ja, hier. Dann kann ich ja jetzt... Nein, Moment, wir sind noch nicht fertig. Stell bitte die Blumen auf den Tisch. Okay. Die Blumen sind auf dem Tisch. Noch was? Ja, ja, dein Mantel. Warum ist der denn hier? Häng bitte den Mantel in den Schrank. Der Mantel ist im Schrank. Was jetzt? Papa! 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 Ach, Bubu! Was machst du denn da? Was? Bubu ist noch frei? Bitte, Werner! Setzt du den Papagei in den Käfig? Natürlich. Komm, Bubu. Ja, so machst du das schön. Du, Eva, deine Gitarre liegt hier auf dem Sofa. Soll die hier bleiben? Nein, natürlich nicht. Leg bitte die Gitarre ins Schlafzimmer. Ja, okay. Sind wir jetzt endlich fertig? Ja, gleich. Nur noch der Wein. Holst du noch den Wein aus dem Keller? Ach ja, der Wein. Den hole ich gleich. Hallo, hier Stratmann. Hallo, Eva. Eva, es tut mir leid, aber wir können heute nicht kommen. Erwin hat mal wieder so Zahnschmerzen. So, der Nächste, bitte. Ach, Herr Heidemann, gehen Sie schon mal rein. Danke. Guten Tag, Frau Doktor. Guten
Guten Tag, Herr Heidemann. Wo fehlt's denn? Ach, mir geht es gar nicht gut, Frau Doktor. Ich habe immer solche Magenschmerzen. Essen Sie denn zu viel? Oder zu fett? Ich esse nur ganz wenig. Das ist es ja. Ich kann gar nicht viel essen. Ich habe immer gleich solche Schmerzen. Am besten, Sie ziehen sich mal aus und legen sich dahin. So. Tut das weh? Nein. Und das? Oh! Aha. Herr Heidemann, arbeiten Sie viel? Oh ja, das kann man wohl sagen. Ich bin oft bis 8 oder 9 im Büro. Und dann trinken Sie ja auch gerne ein Glas Bier oder Wein. Na ja, sicher, manchmal. Und Kaffee? Ja, natürlich, ich trinke viel Kaffee. Rauchen Sie? Na ja, wissen Sie, der Stress im Büro ist halt groß und da raucht man schon sehr viel. Nehmen Sie auch Tabletten? Ja, sicher. Ich habe oft Kopfschmerzen, dann nehme ich auch mal eine Tablette. Nun, Herr Heidemann, dann wollen wir mal eine Röntgenaufnahme machen. Kommen Sie bitte mit. Monika zeigt Ihnen. Herr Heidemann, bitte. Tja, ich habe jetzt die Ergebnisse. Die Sache ist klar, Sie haben ein Magengeschwür. Ein Magengeschwür? Oh. Ja, leider. Und das ist gefährlich. Also, Sie brauchen jetzt unbedingt Ruhe. Bleiben Sie eine Woche im Bett und dann schreibe ich hier ein Medikament auf. Das nehmen Sie morgens, mittags und abends. Und dann dürfen Sie auch erstmal keinen Kaffee trinken. Richter? Guten Abend, hier ist Mann. Könnte ich bitte Herrn Jens Richter sprechen? Am Apparat. Wer ist da bitte? Jens? Hallo, hier ist Dana. Ich weiß nicht, ob du dich an mich... Dana? Dana? Ja? Aber doch nicht die Dana aus... Genau, Dana Genswein. Weißt du noch? Die Dana aus Erschhofen. Dana Genswein? Ich glaub's nicht. Wahnsinn. Ja, das ist ziemlich lang her. Allerdings, fast 20 Jahre. 18 genauer gesagt. Im Juni werden es 18 Jahre seit unserem Abi. Wahnsinn, nicht zu glauben. Und wie komme ich zu der Ehre, dass du mich anrufst? Ja, weißt du, ich war letzte Woche auf einem Kongress in Bonn und da habe ich den Heinz Kohlbeck getroffen. Du erinnerst dich doch an den Heinz? Ja, klar, der Oberheinz. Ja, genau. Blöderweise hat er mich gleich erkannt und fand es super toll und so. Wollte mich gleich groß zum Abendessen einladen. Naja, er ist Realschullehrer geworden, im Münsterland irgendwo. Na, das passt doch. Der Oberheinz als Oberlehrer. Wenigstens war er von der Schule her schon gewöhnt, von der ganzen Klasse gehasst zu werden. Stimmt. Aber weißt du, nachher habe ich gedacht, eigentlich blöd. Außer ihm waren doch eigentlich lauter ziemlich gute Typen in unserer Klasse. Aber ausgerechnet ihm muss ich über den Weg laufen. Tja, da hast du eben Pech gehabt. Eben. Und dann habe ich mir aber gedacht, ist doch schade, dass wir uns alle so total aus den Augen verloren haben. Da hast du recht, das ist wirklich schade. Und dann dachte ich, das müsste ja nicht so sein und ich versuche jetzt mal ein Klassentreffen zu organisieren. Ach so. Naja, und jetzt habe ich einfach mal die Telefon-CD ins Laufwerk geschoben und geschaut, wer denn von unserer Klasse noch in Limburg wohnt. Aha. Und dann hast du mich gefunden. Ja, dich und die Johanna Rascher. Die Schnelle, Hanni. Ich wusste gar nicht, dass die auch noch hier wohnt. Hey, du erinnerst dich aber wirklich noch an alle unsere Spitznamen. Ja, bei einigen nur noch an die Spitznamen, glaube ich. Deinen weiß ich auch noch. Wag es ja nicht. Okay, ist ja gut. Also du willst ein Klassentreffen organisieren. Naja, ehrlich gesagt wollte ich mir jemanden, der... Jemanden finden, der es für dich organisiert, schon klar. Was heißt da für mich? Nicht nur für mich, für uns alle. Ja, sicher. Es ist einfach so, dass ich finde, es sollte in Limburg sein. Und da wäre es natürlich am einfachsten, wenn es einer organisiert, der noch in Limburg wohnt. Hm, ja, das muss ich zugeben. Da hast du wohl recht. Sag mal, wo wohnst du denn jetzt eigentlich? In München. Also in der Nähe von München. Aha. Naja, tja, eigentlich, wenn ich es mir so überlege, warum nicht? Ein paar Adressen habe ich noch. Wenn ich die frage, wer noch Kontakt mit anderen hat... Eben. Und ich habe auch noch ein paar Kontakte. Also beim Adressenbesorgen würde ich dir natürlich helfen. Das will ich auch sehr hoffen. Ja, okay. Eigentlich ist es eine super Idee von dir. Es kommt nur jetzt etwas überraschend.
Aber ja, klar, das machen wir. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen rumtelefonieren. Was meinst du, wann wäre ein guter Termin? Also jedenfalls noch vor den Sommerferien. Zwischen den Pfingstferien und den Sommerferien wäre doch nicht schlecht. Ja, gut. Und wo, hast du dir einen bestimmten Ort vorgestellt? Eigentlich nicht. Aber jetzt, wo du fragst, würde ich es ganz toll finden, wenn wir den Rosenhof haben könnten. Weil wir da doch alle immer zusammengehockt haben in den Freistunden und am Nachmittag. Ich meine, da war doch jeden Tag die halbe Klasse drin. Und darum würde ich es eben gut finden, das da zu machen. Naja, die haben den Rosenhof aber ziemlich umgebaut. Das sieht jetzt total anders aus, so mit weiß lackiertem Holz und Stahl und Chrom. Halt ganz modern, technomäßig irgendwie. Ach nein, wie schade. Also nein, dann sollten wir lieber woanders hin. Ja, ich schau halt mal, wo es geht. Ich find schon was. Na prima. Das freut mich, dass du so positiv drauf anspringst. Ja klar, ich finde die Idee ja wirklich gut. Sag mal, hast du E-Mail? Dann könntest du mir schon mal die Adressen schicken, die du weißt. Meine E-Mail-Adresse ist einfach j.richter@heavynet.de. Wenn du das heute Abend noch machen kannst. Dann erzählen Sie mal ganz in Ruhe. Also, Ihre Handtasche ist weg. Ja, nein, gestohlen. Der Mann hat mir meine Handtasche gestohlen, weggerissen hat er sie. Verstehen Sie? Er hat sie mir einfach aus der Hand gerissen. Einfach so aus der Hand gerissen. Das ist doch... Ja, das habe ich schon verstanden. Jemand hat Ihre Handtasche gestohlen. Nun erzählen Sie mal ganz in Ruhe, wie ist denn das passiert? Er hatte schwarze Haare und einen Bart. Ja, er hatte einen schwarzen Bart. Es war ein Mann mit einem schwarzen Bart. Er hat mir die Handtasche weggerissen. Und wo ist das passiert? Na, in der U-Bahn am Goetheplatz. Da wollte ich aussteigen. Da steige ich immer aus, weil ich da wohne. Also, ich wollte gerade aussteigen. Da ist es passiert. Da ist dieser Mann gekommen. Wie hat denn dieser Mann ausgesehen? Das habe ich doch schon gesagt. Er hatte einen Bart, einen schwarzen Bart. Und er war klein. Ja, also groß war er nicht. Er war klein. Und was noch? Das weiß ich nicht. Das ist alles so schnell gegangen. Nein, doch. Er hatte eine Brille. Nein, keine richtige Brille. Das war eine Sonnenbrille. Ich konnte seine Augen nicht sehen. Er hatte eine große Sonnenbrille. Also, es war ein kleiner Mann mit einem schwarzen Bart und einer großen Sonnenbrille. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ich wollte gerade aussteigen. Da hat er ganz plötzlich neben mir gestanden. Ich habe ihn vorher gar nicht gesehen. Und dann hat er Ihnen die Handtasche weggerissen. Ja, er hat mir die Handtasche weggerissen und dann ist er weggerannt. Was hatten Sie denn in Ihrer Handtasche? Naja, meine Tabletten natürlich und Fotos von meinen Kindern und ein Taschentuch und eine Banane und einen Brief von meiner Tochter und... Kein Geld? Keine Scheckkarte? Nein, ich hatte kein Geld dabei. Ich habe doch nur meine Freundin besucht, da brauche ich doch kein Geld. Auch keine Scheckkarte? Scheckkarte? Ich habe gar keine Scheckkarte. Na, da haben Sie ja noch Glück gehabt. Ja, aber ich will meine Handtasche wieder haben. Natürlich. Mensch, Peter, du hier? Wir haben uns ja lange nicht gesehen. Hallo, Manfred. Das ist ja eine Überraschung. Wie lange ist das her? Ein Jahr? Ja, kann schon sein. Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Ja, weißt du, im Mai habe ich meine Prüfung gemacht. Glückwunsch. Danke. Ja, und dann war ich 3 Monate in Italien. In Italien? Was hast du da gemacht? Ich hatte ein Stipendium. Ich habe Italienisch gelernt. Das ist ja toll. Sowas möchte ich auch mal. Ja, es war wirklich toll. Du, ich habe da ein Mädchen kennengelernt. Aha. Elena heißt sie. Weißt du was? Wir wollen heiraten. Mensch, Manfred, das gibt's doch nicht. Du und heiraten? Naja, warum nicht? Einmal passiert es eben. Und du, was hast du inzwischen gemacht? Ach,
Ich hatte letztes Jahr viel Pech. Im Januar bin ich krank geworden und im März hatte ich einen Unfall. Autounfall? Ja, sicher. War es schlimm? Also das Auto war total kaputt und ich habe 2 Wochen im Krankenhaus gelegen. Ein Arm und ein Bein gebrochen. Aber jetzt ist alles wieder in Ordnung. Und deine Frau? Eva, die war zum Glück nicht mit im Auto. Ach, du weißt ja noch nicht, ich bin Vater geworden. Nein. Wann denn? Im Oktober. Wir haben ein Mädchen. Christina heißt sie. Mensch, herzlichen Glückwunsch. Danke. Du musst uns unbedingt mal besuchen. Ah ja, wir sind umgezogen. Wir wohnen jetzt nicht mehr in der Schillerstraße. Dann sag mal deine neue Adresse. Ich schreibe sie gleich auf. Also, das ist jetzt Berliner Straße. Mach mal die Türe zu, bitte. Sonst kann er uns vielleicht hören. Willst du einen Kaffee? Ja, gern. Also, jetzt erzähl doch mal. Also, der Typ ist einfach schrecklich. Alle Frauen im Büro finden ihn toll, weil er so gut aussieht. Aber ich muss mit ihm arbeiten. Ein schrecklicher Typ ist das. Wieso? Was macht er denn? Ach, dauernd macht er blöde Witze. Ja und? Was machst du da? Was soll ich machen? Der merkt einfach nicht, dass ich seine Witze blöd finde. Und überhaupt redet er viel zu viel. Wieso? Was sagt er denn? Meistens redet er über Möbel und Teppiche. Was? War der vorher Möbelverkäufer? Nein, nein. Er ist gerade umgezogen. Er hat eine neue Wohnung. Und jetzt muss er dauernd irgendwelche Sachen kaufen. Ich soll ihm dann Ratschläge geben. Und dazu habe ich natürlich keine Lust. Ja, das verstehe ich. Der Typ geht mir wirklich auf die Nerven, weil er so viel redet. Wie soll ich denn da arbeiten? Kannst du ihm nicht sagen, dass du keine Zeit hast? Naja, das ist doch unhöflich, oder? Ich weiß nicht. Schließlich musst du ja auch deine Arbeit machen. Und noch was. Das geht mir auf die Nerven. Der Typ trinkt nur Milch. Wenn er morgens ins Büro kommt, hat er 2 Liter Milch dabei. Dann trinkt er erst einmal ein Glas. Vorher fängt er nicht mit der Arbeit an. Das ist doch nicht normal, oder? Trinkt er nie Kaffee? Nein. Kaffee trinkt er nie. Nur Milch. Also ich finde das schrecklich. Und dann... Also er sieht ja gut aus, aber Geschmack hat er nicht. Weißt du, was für Socken er immer trägt? Weiße. Immer hat er weiße Socken an. Das sieht doch einfach lächerlich aus. Ja, das finde ich auch. Und dann hat er Angst vor dem Chef, glaube ich. Jedenfalls ist er immer sehr nervös, wenn der Chef ins Zimmer kommt. Naja, er ist ja noch neu. Ich war am Anfang auch nervös. Trotzdem, ich finde das blöd. Dabei hat der Chef noch nie bemerkt, dass er morgens meist zu spät kommt. Und warum kommt er zu spät? Ach, da hat er Probleme mit seinem Auto. Dauernd ist irgendwas kaputt. Das geht doch nicht. Ich bin ja auch immer pünktlich. Das tut mir wirklich leid, dass du solche Probleme mit dem Typ hast. Ja, wirklich. Und weißt du was? Heute hat er mich eingeladen. Am Wochenende will er mit mir ins Kino gehen. Und dann will er mir seine neue Wohnung zeigen. Nein, also sowas. Das machst du doch nicht, oder? Naja, schließlich ist er ja mein Kollege. Ja, aber du findest ihn doch so schrecklich. Ja, schon. Aber ich kann doch mal mit ihm ins Kino gehen. Das macht doch nichts. Ich habe das ideale Haus gefunden. Martin Bergmann? Hallo Liebling, du, ich komme gerade vom Makler. Ich glaube, ich habe das ideale Haus für uns gefunden. Ist ja toll. Erzähl mal. Also, es liegt direkt am See. Genau das haben wir ja gesucht. Ja, es gibt nur einen kleinen Fußweg zwischen dem See und dem Haus. Also es liegt wirklich sehr ruhig. Wenn man aus dem Haus geht, muss man nur ein paar Schritte machen und man ist schon am Wasser. Herrlich. Davon habe ich immer geträumt. Aber ist es denn auch groß genug? Klar, es hat 5 Zimmer. Das heißt, jedes Kind hat einen eigenen Raum und du kriegst ein großes, helles Arbeitszimmer. Aha. Ja, im Dachgeschoss. Ach. Keine Angst, im Dach sind 4 Fenster. Na gut, mal sehen. Erzähl weiter. Also, es gibt einen großen Balkon. Da hat man einen herrlichen Blick auf den See. Und der Garten liegt fast den ganzen Tag in der Sonne.
Davor ist ein weißes Tor aus Holz. Das sieht sehr hübsch aus. Und der Hauseingang? Der Eingang ist ungefähr 10 Meter hinter dem Tor. So, jetzt kommt das Tollste. Wie das Tollste? Ja, neben dem Eingang steht ein Turm. Was? Ein Turm? Ja, ein Turm. Nicht sehr groß, aber er sieht einfach fantastisch aus. Und darin ist ein gemütliches Turmzimmer. Ist ja toll, ein Turm. Sag mal, gibt es denn eigentlich keine Garage? Doch, natürlich. Die ist hinter dem Haus, an der Straße. Straße? Ist da viel Verkehr? Nein, von der Straße hören wir nichts. Und neben der Garage ist gleich eine Bushaltestelle. Das ist sehr wichtig für die Kinder. Sie müssen ja zur Schule kommen. Ich glaube, du hast wirklich das ideale Haus gefunden. Wann können wir es denn zusammen ansehen? Gleich heute Abend, wenn du möchtest. Es gibt nur ein kleines Problem. Ja? Naja, die Miete, also die ist ziemlich hoch. Aber der Makler sagt, man kann vielleicht... Augenzwinkern. Reine Geschmackssache. Mama, was ist denn los? Warum hast du diesen doofen Hut auf? Ich war gerade bei einem neuen Friseur. Ja und? Eine Katastrophe. Was ist denn passiert? Er sollte mir braune Haare mit blonden Strähnchen machen. Na und? Du hast doch immer dunkle Haare und helle Strähnchen. Ja, aber er hat die falschen Farben genommen. Jetzt habe ich rote Haare mit grünen Strähnchen. Ach ja? Konnte der Friseur die Farben denn nicht mehr ändern? Nein, so schnell geht das nicht. Das macht die Haare kaputt. Dann wartest du eben noch ein bisschen. Ja, ein paar Tage muss ich mindestens warten. Und wie lange willst du den schrecklichen Hut tragen? Setz ihn doch bitte endlich ab. Lieber nicht. Ich möchte nicht, dass mich jemand so sieht. So ein Quatsch. Es ist doch niemand da. Na gut. Und? Was sagst du? Nicht zu glauben, das ist ja extrem. Ja, total extrem. Ich sehe aus wie ein Papagei. Genau, die grünen Strähnchen sind der Hit, Mama. Bitte, bitte, darf ich auch zu diesem tollen Friseur gehen? Na, wie war Ihr Arbeitstag? Ganz okay. Nur heute Morgen auf dem Weg zur Arbeit hatte ich ein Problem mit meinem Wagen. Erst vor einer Woche war ich in der Werkstatt. Und heute Morgen wollte er an der Ampel einfach nicht mehr starten. Oh je, was haben Sie da gemacht? Naja, ich habe die Werkstatt angerufen und bin mit dem Bus weitergefahren. Zum Glück war ich pünktlich im Büro. Ja, ich komme auch nicht gern zu spät. Und dann war es erstmal sehr nett. Die Sekretärin hatte Geburtstag. Und das haben wir gefeiert. Sie hat einen großen Blumenstrauß bekommen. Über den Blumenstrauß hat sie sich sehr gefreut. Später musste ich dann ein bisschen arbeiten. Ich habe mich den ganzen Nachmittag auf einen wichtigen Termin vorbereitet. Und, wie war der Tag bei Ihnen? Eigentlich ganz normal. In der Post war eine Bewerbung. Ein Abiturient hat sich um eine Lehrstelle beworben. Den habe ich für nächste Woche eingeladen. Dann habe ich E-Mails beantwortet. Eine Firma hat sich nach einer Bestellung erkundigt. Deshalb musste ich zu einer Filiale fahren. Und der Nachmittag war ruhig. Da habe ich nur mit Kunden telefoniert. Der Praktikant hat sich um die Rechnungen gekümmert. Schön. Ein Tag ohne Stress, also. Ja, ganz angenehm. Und bei Ihnen auch, Frau Heilmann, hoffe ich. Naja, am Anfang nicht. Da hat sich eine Kundin über eine falsche Lieferung beschwert. Aber schließlich konnte ich das Problem lösen. Am Mittag haben die Kollegen sich über Fußball unterhalten. Das tun sie immer nach dem Wochenende. Oje, und dann haben sie mich nach meiner Meinung gefragt. Ich interessiere mich doch nicht für Sportsendungen. Das habe ich noch nie. Jedenfalls wissen sie jetzt, dass ich keine Ahnung habe. Da kommt mein Bus. Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend. Ja, Ihnen auch. Ja, danke, ebenfalls. Bis morgen. Wo fahren wir denn eigentlich im Urlaub hin? Ich würde gern mal wieder in die Berge fahren und wandern. Wandern, das ist alles, was ich will. Ach, ich weiß nicht. Ich will mich lieber ausruhen und erholen. Erholung ist alles, was ich mir wünsche. Am besten am Meer.
Ein Strandurlaub, ja, davon träume ich. Was meint ihr, Kinder? Wollen wir ans Meer fahren? Meer klingt ganz okay, aber am liebsten möchten wir surfen. Ja, surfen ist cool. Ja, wir fahren zum Surfen ans Meer. Das ist viel schöner als wandern. Ja, stimmt. Wandern ist auch immer so anstrengend. Also, ihr wollt einen Surfurlaub machen, eure Mutter möchte einen Strandurlaub und ich würde gern in den Bergen wandern. Wie soll das gehen? Vielleicht auf einer Insel, wo es auch Berge gibt. Bestimmt steht in den Reisekatalogen einiges, was interessant ist. Ja, wir können ja auch mal im Internet suchen. Da gibt es sicher vieles, was gut und günstig ist. Wir können es ja so machen. Jeder sucht und schlägt einen Ort vor, wohin wir zusammen fahren können. Ja, gut. Einverstanden. Gibst du mir mal die Kataloge, bitte? Schön scharf, die Tomatensoße. So, aber jetzt noch ein bisschen Pfeffer. Jetzt ist sie gut. Meinst du, dass wir gleich essen können? Ja, Moment noch. Sag mal, was machst du denn da? Du, ich hab gerade den Prospekt vom Baumarkt entdeckt. Die haben viele tolle Sonderangebote. Alfred, holst du mir mal das Maßband, bitte? Das Maßband? Aber das Essen ist doch schon fertig. Ach, sei doch so lieb. Ich will nur schnell den Flur ausmessen. Kannst du das nicht später machen, nach dem Essen? Nein, 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 ich brauche doch nur ein paar Minuten. Ach, wie du meinst. Ach, wo ist das denn? Wo ist's? Ah, hier, bitte. Also, unser Flur ist 2,50 Meter lang. Schreibst du das eben auf? Warte, ich muss erst einen Kugelschreiber suchen. So, hast du 2,5 Meter gesagt? Nein, 50. Genau 2,50 Meter ist die Länge. Und die Breite... Unser Flur ist 1,90 Meter breit. Gut, das habe ich notiert. Aber jetzt müssen wir wirklich essen, sonst sind die Spaghetti kalt. Ja, ja, Moment, ich möchte nur noch die Höhe messen. Ich brauche einen Stuhl. Komm, ich kann das auch machen. Ich bin zwar nur 1,60 Meter, aber schließlich bist du auch nur ein bisschen größer. Du bist doch auch nur ein paar Zentimeter größer als ich, Else. Ja, ja, ich weiß. Aber ich mache das schon. Jetzt messe ich die Höhe. Hast du den Stuhl geholt? Ja, hier. Oh, danke. So ist es gut. Unser Maßband ist 2 Meter lang. 2 Meter lang. Und jetzt sind es noch ein paar Zentimeter unten. Aber ich sehe so schlecht hier. Das Licht ist so schwach. Ist die Glühbirne auch in Ordnung? Die Glühbirne ist in Ordnung, aber sie gibt nicht viel Licht. Das weißt du doch, Else. Die Birne hat nur 40 Watt. Sie ist nicht stärker. Na gut. Ach ja, jetzt kann ich es sehen. Es sind noch genau 16 Zentimeter. Also, die Höhe, die ist 2,16 Meter. Hast du's? Ich wiederhole alles nochmal. 2,50 Meter lang, 1,90 Meter breit und 2,16 Meter hoch. Ja, habe ich notiert. Aber jetzt essen wir, komm. Sag mal, Else, also jetzt sag mal, was willst du eigentlich machen? Ich meine, warum hast du den Flur gemessen? Ach, Alfred, weißt du, unser Flur ist doch schon so alt. Da müssen wir auch mal etwas machen. Wir brauchen einen Teppichboden. Und dann möchte ich, dass wir gemeinsam den Flur tapezieren. Hm. Ich möchte so gern Tapeten mit Blumen an den Wänden haben, wie die Nachbarn auch. Und eine neue Deckenlampe, die brauchen wir auch. Und der Baumarkt hat Sonderangebote, die sind ganz toll.
Naja, wir können ja mal zum Baumarkt. Ach, Alfred! Ja, das machen wir. Dann fahren wir gleich nach dem Essen, was meinst du? Mhm, aber nicht jetzt. Ich bin einverstanden, heute Nachmittag zum Baumarkt zu fahren. Aber erst kommt mein... Ja, ich weiß, dein Mittagsschlaf. Natürlich, Alfred. Erst machst du deinen Mittagsschlaf und dann fahren wir zum Baumarkt. Hans-Dieter, kommst du mal? Hans-Dieter! Hast du was gesagt, Elena? Ich bin im Esszimmer. Ja, dass du mal zu mir kommen sollst. Moment, ich muss gerade noch ein Loch bohren. So, da bin ich. Was gibt es denn, Elena? Wir haben immer noch keinen Platz für den Hirsch gefunden. Für welchen Hirsch denn? Für das Bild mit dem Hirsch. Ach ja, da hast du recht. Das müssen wir wohl mal aufhängen. Aber ich finde, dass nur der Rahmen schön ist. Das Bild ist so kitschig. Also Hans-Dieter, kitschig ist es wirklich nicht. Nein, ich finde es romantisch. Es gefällt mir. Und du weißt, dass Tante Marga morgen zum Kaffee kommt. Und sie hat uns doch das Bild geschenkt. Also müssen wir es jetzt aufhängen. Vielleicht über dem Sofa, was meinst du? Kannst du das Bild mal hier an die Wand halten? Ich weiß nicht. Es ist bestimmt ziemlich schwer. Ich schlage vor, dass wir das Bild erst einmal messen. Dann können wir einen Platz suchen. Also, das Bild ist mit dem Rahmen, also mit Rahmen, Moment, 1 Meter breit und 70 Zentimeter hoch. Also 70 hoch und 100 breit. Ja. Das ist doch perfekt. Unser Sofa ist 2,20 Meter breit. Also ist die Mitte 1,10. Und zwischen Sofa und Bild müssen mindestens 80 Zentimeter Platz sein. Also schau, der Haken muss hierhin über das Sofa. Ja, und wie hoch genau? Warte mal, das sind genau 80 Zentimeter Abstand vom Sofa plus 70 Zentimeter für das Bild. Das macht zusammen 1,50 Meter. Ja, 1,50 hoch. Holst du mal die Bohrmaschine? Ja, gern. Aber, Liebling, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Die Wand ist zu alt. Der Vermieter hat gesagt, dass da eine Stromleitung ist. Irgendwo in der Mitte. Also, hier zu bohren, das ist mir zu gefährlich. Wohin hängen wir es dann? Über deinen Schreibtisch, Liebling? Ja, warum nicht? Dahin passt es bestimmt auch gut. Und wenn ich mal Pause mache, kann ich das Bild anschauen. Ja, gut, Elena, dann wollen wir mal. So. Hier über deinen Schreibtisch passt es wirklich gut. Misst du die Höhe? Ich hol die Bohrmaschine. Sag mal, Hans-Dieter, hat eben nicht jemand geklingelt? Ich habe nichts gehört, Elena. Da klopft doch jemand. Also ich gehe mal zur Tür und schaue nach.
Tante Marga, das ist ja eine Überraschung. Hallo, meine Lieben. Ich war gerade in der Nähe und da habe ich gedacht, ich schau mal bei euch vorbei. Na, kann ich mal sehen? Das gute Stück hängt bestimmt schon im Wohnzimmer. Naja, Tante Marga, im Prinzip schon. Weißt du, wir sind gerade dabei, den Hirsch. Komm doch bitte rein, Tante Marga. Ja.